wird der Bau schneller, günstiger. Geld entlastet und macht den Strom billiger. Das ist keine leichte Entscheidung, aber ich sage es sehr deutlich, wenn wir uns insgesamt der Debatte verschließen, werden wir als Bayern zurückfallen. Die Grünen im Bayerischen Landtag reagierten zwar zustimmend auf den Kurs. Leitungen, die könnten heute fertig sein. Das ist Ihre Blockade und das müssen wir jetzt irgendwie auslöffeln. Der Söder-Schwenk kam nur. Dann auf allen Ebenen gesehen haben, okay, jetzt haben wir ein richtiges Problem, haben gesagt, also jetzt muss man gegensteuern, sonst bricht nachher alles zusammen. In der kostengünstigsten Variante ausgeführt werden. Betreiber haben ausgerechnet, dass die deutschen Stromkunden mit Freileitungen statt Erdkabel in den kommenden Jahren etwa 20 Milliarden Euro sparen. Erleichtert werden von der Terminvergabe bis zur Aufnahme von Patienten. Den größten Vorteil bringe KI jedoch in der Diagnostik. Der Bodensee entstand vor etwa 15.000 Jahren am Ende der letzten Eiszeit. Südlink und Südostlink gilt. In Bayern auf so viel wieder. Zum Rhein und fließt weiter in den Untersee, den Klang des Gewässers. Das Fälschenfangverbot gilt nur für den Obersee. Der Fischer Andreas Revermann darf noch nicht. Richtiger Entscheidungen des Westens, also mit Blick eben auf diese Erlaubnis. Diese gewisse technische Verringerung der Betriebs. Wollen nicht wieder nach einer Änderung der Politik einen Teil ihrer Arbeit wegschmeißen müssen. Warum rennt er das um? Deswegen suchen wir diese Woche die größten. Oh, don't need a ring. I gotta get out. Oh, figure this shit out. It's too close to come.
Patient merkt nichts, ist leistungsfähig und alles. Plötzlich geht es mit der Erektion bergab, wenn der mit 50 das Problem plötzlich kriegt und sonst keiner. Dienstagmorgen, 12 Minuten nach 8:30. SWR 1. Das sind jetzt Sie trotzdem über den österreichischen Fußball freuen und wie auch noch. Und zwar gleich. Im Gegenzug werden die Nachbarn ja auch von den Enten profitieren. Danke. Brianna in Bayern 3 mit Disturbia um 8.42 Uhr. Schönsten guten Morgen. Großer Aufreger heute früh bei uns. Nehmen Sie mal lieber gleich zwei mit, werden Sie brauchen. Ach, die Steine sind der Hammer, habe ich mir sagen lassen. Die Premium-Sonnencreme Wiesan aus Heidelberg macht deinen Sommer endless. Und schickt dich plus eins mit etwas Glück nach Canggu auf Bali. Einfach Wiesan Sonnencreme bei DM oder Müller kaufen und den Kassenbon hochladen. Nur noch bis Ende Juni auf v-san.de. Stopp, Ihr Kassenbon! Das ist der Anpfiff. Millionen sofort gewinnen von Coca-Cola oder Gustavo Gusto. Jetzt die Penny App runterladen und mitspielen. Erstmal die Penny App. Wir sind am Start feiern und sparen beim Volkswagen Sommermärchen Ihrer DHG. Mit den Go-Sondermodellen und jeder Menge Fußball-Entertainment. Außerdem gewinnen Sie einen neuen Golf. Auf zur BHG. Diesen Samstag ab 10 Uhr. Volkswagen. Nicht träumen, Altours buchen. Zum Beispiel eine Woche Ägypten. All-inclusive im 4-Sterne-Hotel. Schon ab 479 Euro. Alles drin, alles gut, alles für dich. Altours. Alles, aber günstig. Scheine für Vereine ist zurück bei Rewe. Pro 15 Euro Einkaufswert gibt's wieder einen Vereinsschein gratis. Einfach in der Rewe-App oder online einem Sportverein zuordnen und ihn mit tollen Gratisprämien unterstützen. Jeder Vereinsschein zählt, denn Sport vereint. Rewe, dein Markt. Weißt du eigentlich schon, dass die Farbe des Eiffelturms nach oben hin heller wird, damit der Turm größer wirkt? Ja, ich weiß, was du jetzt denkst. Das funktioniert nicht. Glaub mir. Big FM Traffic. Die 81 Heilbronn Stuttgart zwischen Rastplatz Reisberg und Rastplatz Kelpling 14 Kilometer. Ihr braucht hier eine Stunde länger, dann auf der 4 Olpe Richtung Köln. Zwischen Talbrücke Holzbach und Köln-Merheim 8 Kilometer. Ihr braucht hier 25 Minuten länger. Und dann haben wir eine Meldung von der 620 Saarbrücken Richtung St. Louis. Zwischen Völklingen und Ost und Völklingen Geislautern 1 Kilometer. Hier braucht ihr 10 Minuten länger. Ansonsten, das war's. Teddy Swims jetzt in der Show hier bei Big FM ist Lose Control. Hast du Staus oder Blitzer gesehen? Dann schick uns eine Nachricht über die Big FM App oder WhatsApp. 08900 901. So, bis gleich. Und wie du auch gesagt hast, hieß es dabei, dass der Achtjährigen ins Gesicht getreten worden sei. Und jetzt gibt's neue Erkenntnisse? Genau. Inzwischen haben die Ermittler viele Hinweise, Fotos und Videos von dem Vorfall. Ministerkollegin beurteilen. Ich stimme. Der Musiker von allen Zeiten, viel nehmen wir heute auch. Proben. Das ist mehr als Sir. Sir Paul McCartney wird heute 82. Wahnsinnig. Ja. Zum Sir geschlagen worden noch von der Königin Elisabeth. Erzählt ein Österreicher. Also, ihr wisst Bescheid, gerne mitraten. Auf dem Land.
er oder eine sie? Eine sie. Eine sie. Und die Mama? Szene.de mal anschauen. Einmal quer durch Bayerns besten Musik. Okay. Und ganz Bayern redet mit. Apfelgrün wollen alle Tassen jetzt zu dir, liebe Alina. War der Sam Huber? Alle Finale. That's what I would say. Ja. Yeah. I just did. Es ist also ein bisschen anders wie noch an der WM Katar, wo Portugal die Schweiz 6-1 geschlagen hat, ohne den CR7 in der Startaufstellung. Und auch im vierten Finale gegen Marokko hat er nicht vor Anfang gespielt. Jetzt ist er aber wieder vollgesetzt. In der EM-Quali hat er 10 Goal geschossen. Nur der Belgier Romelu Lukaku hat nicht. Ich traue es nicht, aber ich habe es nicht. Ja, viele. Sie haben eigentlich auf keine Position. Eine Art sieht unterschiedlich aus für das Immunsystem. Einen. CEO des Impfstoffunternehmens. Gegen alle möglichen Borrelien in der nördlichen Hemisphäre genommen 6 Impfstoffe in einem entwickeln. Hier ist das Unternehmen gerade einen bedeutenden. Jetzt gebe ich es auch zu, französisch für Mina. Hat den entsprechenden Impfstoff entwickelt und vor kurzem die Ergebnisse aus der zweiten Phase der klinischen Prüfung. Morgen, für heute, 4 Stunden sind jetzt vorbei. Ich bin Philipp May. Danke. Wo an sehr vielen Menschen getestet wird. Wenn die gut läuft, könnte die Firma schon in 2 Jahren. In so einen Mixer reingegeben und dann bekommt ihr wie so ein Holunder-Slushy halt eben. Und das könnt ihr mit Prosecco, könnt ihr aber auch ohne machen, dann ist es halt nur so ein Holunder-Getränk. Ich liebe so Getränke mit ganz viel Eis im Mixer, aber da bin ich eher der Klassiker mit einer schönen Erdbeer-Margarita. Auch nicht. Oh, yes. Und da kann man als Pro-Tipp die gefrorenen Erdbeeren auch nehmen. Heute sind, das ist schon auch geil. Geh gleich wieder heim. Wie ihr diesen Frozen Hugo nachmachen könnt, Rezept haben wir euch auf radiogalaxy.de gepackt. Verpennt kein Trend mit dem Flo Kerschner Show. Trend Update morgens um die Zeit hier bei Radio Galaxy. Schon ausgeführt.
Aussichten und der Sommer, der meldet sich an. Wir melden es schon den ganzen Morgen, dass es heiß und ja, vielleicht sogar ein bisschen tüppig wird. Allerdings scheint noch nicht ganz überall die Sonne, aber immer häufiger, oder? Fast überall scheint sie schon, noch nicht ganz überall. Wir haben im Thurgau noch ein paar Nebelfelder, die noch ein bisschen hartnäckiger sind. Aber die Junisonne, die hat so viel Kraft, die wird dann das Nebelgrau wirklich schnell einmal wegbrutzeln. Und dann hat es vor allem auch noch auf der halben Südseite momentan ein bisschen mehr Wolken miteinander. Aber auch dort wird sie dann die Sonne im Verlauf des Tages immer besser können durchsetzen. Allgemein kann man sagen, es wird ein recht sonniger Tag. Es hat auch noch ein paar Schleierwolken, die wir noch durchziehen. Aber auch die werden nicht groß stören. Und an den meisten Orten bleibt das heute auch.